Liebe On- und Offline-Freunde von Best of Bewegt, da sind wir wieder mit einer neuen Sendung. Heute wird südländisch, praktisch und hochkarätig. Was wir heute für Sie angerichtet und angestellt haben, das sehen Sie jetzt. Italianità, was süditalienische Produkte für Schweizer Gastronomen spannend macht. Innovation, wie sich Cash & Carry Angern in Spreitenbach beinahe nochmals neu erfindet. Inspiration, wie die Alteingesessenen des Cible d'Escoffier für junges Blut in der Spitzenküche sorgen. Die italienische Agentur für Aussenhandel hat in Zürich zu einem mediterranen Gaumenschmaus eingeladen. Lebensmittelproduzenten aus Apulien, Kalabrien, Campania und Sizilien haben ihre Olivenöl, Salsis oder Büffelmozzarella präsentiert. Obwohl wir eigentlich Best of Swiss Gastro heissen, schauen wir heute über den eidgenössischen Tellerrand raus. Denn Produkte von unserem sonnenverwöhnten Nachbarn sind auch für Schweizer Gastronomen nicht uninteressant. Marmelade aus Sizilien, Olivenöl aus Apulien, Salzitz und Büffelmozzarella aus Campania. Produkte aus dem heißen Süden Italiens. Kaum ein anderes Land lebt die Sinnlichkeit des Essens, so wie unsere südlichen Nachbarn. Semplice, wie nascere e vivere. Wir werden schon mit unseren Produkten geboren. Die Gerichte kommen aus unserer Erde direkt auf unsere Tische. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir von zu Hause weg sind, dann lernen wir unsere frischen Produkte erst richtig zu schätzen. Unseren Mozzarella, unser Brot, unsere Würste. Quando non sei più a casa. Che ti manca la mozzarella, ti manca il pane, ti manca la salsiccia. Unser Geschmack wird uns schon in die Wiege gelegt. Il gusto ti viene quindi dalla nascita. As Italianità we mean the way Italianità ist die Art, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen. Normalerweise geht es den Konsumenten nur ums Ernähren oder Essen. Italiener haben aber eine andere Beziehung zu Lebensmitteln. Es ist eine ganze Kultur. Es geht nicht nur ums Essen. Jede Speise, jedes Detail erhält bei uns die volle Aufmerksamkeit. Attention to the details of each food. Die Lebensmittelproduzenten suchen die Aufmerksamkeit von Schweizer Händlern oder Gastronomen. Sie wissen, Ihr Produkt gehört auch auf den Schweizer Markt. In der Schweiz habt ihr super Käse, tolle Schokolade. Aber ihr habt keine richtigen Zitronen, Orangen oder Clementinen. Ihr werdet unsere lieben. Bestimmt, probiert doch mal. Wir wollen in der Schweiz einen neuen Markt schaffen. Einen mediterranen Markt. Mit unseren Produkten. Aber vor allem auch mit unserer Philosophie. Italien, das ist Sonne, Mandolinen, Pizza, Gitarren und natürlich unsere Tomaten. Das ist einfach eine super wichtige Zutat in jedem tollen Gericht. Und gesund ist es auch noch. Your life for your health, no, I told you. Der italienische Lebensstil, Dolce Vita, Italianità. Ohne gutes Essen unvorstellbar. Die italienische Küche ist auf der ganzen Welt beliebt. Aber auch eine erfolgreiche Esskultur lebt von Neuerungen. Also wir haben sicher auch süße Sachen. Wir haben beides, wir haben Salziges und Süßes. Wir haben gerade kürzlich einen Preis gewonnen mit einem Aufstrich, der aus Erdbeere und Champagner gemacht ist. Oder wir haben auch Frischkäse und Schoggi. Das ist so ein bisschen der Cannolo, einfach zum Aufstreichen aufs Brot. Das ist auch sehr speziell. Und ich denke, das sind Produkte, die man hier einfach nicht kennt. Das ist einfach das, was Sizilien ausmacht. Was man hier kennt? Das wohl größte Klischee italienischer Kochkunst. Niemand kocht besser als die eigene Mama. Yeah, of course. We love to test food. Natürlich, wir lieben Mamas Küche. Speziell am Sonntag, da rufen wir unsere Mamas an. Bitte, ich will heute zu Hause essen.
Das ist natürlich auch typisch italienisch. Einfach bei Mama sein und Mamas Küche genießen. Style, yeah. To stay with Mom, to test mother food. Yeah. Klar, Mama ist immer die Beste. Das kann ich bestätigen. Aber es gibt Leute, die sich sehr Mühe geben und sehr nahe dran kommen. Quasi la Mamma von dem Anlass ist Direktorin von der italienischen Agentur für Aussenhandel, Simona Bernardini. Wir haben von ihr natürlich noch etwas mehr über die kulinarische Italianità erfahren wollen. Frau Bernardini, wie können die Schweizer Gastronomen von den Produkten, die Sie heute hier vorstellen, profitieren? Wir sind der Meinung, dass nur wenige und nicht echte italienische Produkte in der Schweiz gibt. Und Gastronomen können auf eine riesige und breite Auswahl profitieren, von Produkten aus Italien profitieren, um ihr Sortiment konkurrenzfähig zu erweitern. Welche Unterschiede gibt es zu Schweizer Produkten? Ja, es gibt so viele weltbekannte schweizerische und gute Produkte, ne? Wirklich weltbekannt. Und unserer Meinung nach, das ist etwas, das hängt ab von klimatischen Konditionen oder der geografischen Lage und Mentalität und so. Das macht den Unterschied zwischen Schweiz und Italien. Biodiversität und Mischung von Zutaten. Wenn jetzt jemand heute in dieser Sendung ein Produkt sieht, das ihn interessiert, wo kann man das kaufen? Wie kann man das erhalten? Ja, natürlich hier. Wir haben diese Veranstaltung davon organisiert. Wir suchen unsere Produzenten, Aussteller, suchen Distributoren und Importeure. Jetzt gibt es spezielle Neuheiten, die Sie hier vorstellen, Dinge, die man noch nicht so kennt. Ja, viele von diesen Ausstellern exportieren nichts in der Schweiz. Die sind meiner Meinung nach alle Neuigkeiten und Innovationen. Was können wir Schweizer von diesem italienischen Lifestyle der Italianità? Können wir etwas lernen von euch Italienern? Ja, natürlich. Italien ist nicht nur Pasta oder Pizza. Das ist, muss klar sein. Das ist eine mediterranische Ernährungs-Lifestyle und wir können in unserem Ernährungs-Lifestyle auch Gemüse und viele Früchte, Obst und viele wirklich Produkte, die sind nicht mehr schon bekannt in der Schweiz. Und Italianità ist wirklich sehr oft gefalscht auf den Teller, meine ich. Das können wir vielleicht die Schweizer Das werden Sie wahrscheinlich auch ändern, ein bisschen heute und mit Ihren Produkten. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Zu einem ganz anderen Thema. Das Abholgeschäft, also der Profi-Einkauf in einem Grosshandelsmarkt, wird immer härter. Experten reden in diesem Zusammenhang von einem Strukturwandel, der viele Grosshändler zurzeit aufrüttelt und beschäftigt. Das ECA und das Abholgeschäft im Allgemeinen ist schon seit ein paar Jahren spürt man den Strukturwandel, wo ja vor allem auch Gastronomie jetzt ins eher kleinere Betriebe und das ländliche Gebiet betrifft. Das sind sehr oft ECA-Kunden oder Abholkunden im Allgemeinen. Das ist schon mal ein Punkt, der uns beschäftigt. Ein weiterer Punkt ist, dass es auch immer mehr Kooperationsbildungen gibt, jetzt in Regionen oder an Orten. Betrieb in einer Einkaufsgenossenschaft oder Einkaufsgesellschaft beitreten. Und so spüren wir, dass auch eine Abwanderung von der Abholung eher oder ein Trend von der Abholung eher in die Belieferung hineingeht. Der CCA Angern ist ein Geschäftsbereich von der Saviva AG. Der traditionsreichste Engrosmarkt der Schweiz gibt dem Trend von der Belieferung mit einer Neugestaltung von der Verkaufslokalität Gegensteuer. Der CCA-Markt in Spreitenbach glänzt in einem neuen Gewand. 1971 eröffnet, ist ein Facelifting dringend notwendig geworden. Das Einkaufen im Großhandelsmarkt wird mit dem Umbau zum Erlebnis.
Einerseits natürlich hat es technische Gründe gegeben, um das Haus auf einen neuen Stand zu bringen. Und andererseits, aber noch der viel wichtiger Grund, das sind die Kunden. Den Kunden den heutigen Einkaufspunkt einfach viel besser präsentieren. Schnellen Einkauf, raschen Einkauf und auch Inspirationen. Inspiration ist ein Schlagwort, das sich Safifa mit der Neuausrichtung des Großhandelsmarkt CCA Angern auf die Fahne geschrieben hat. Stimmungsvolle Inspirationspunkte schaffen ist einer der Schwerpunkte des neuen Konzepts. Ganz wichtig natürlich das zentrale Frische für uns. Der andere Schwerpunkt, da sind wir, befinden wir uns mitten drin, der Wein, der uns Freude macht, der auch viel Potenzial hat, auch Potenzial hat, wenn man es gut verkauft. Und ich muss weiter aufzählen, der Non-Food gehört auch dazu. Wir haben ein super tolles Sortiment und können es jetzt erstmalig wirklich ganz, ganz toll präsentieren. Nach wie vor stehen das effiziente und kostengünstige Einkaufen für den Profi im Vordergrund. Wenn das in einem attraktiven Umfeld mit nützlichen Dienstleistungen geschieht, umso besser. Der neue Messerschleif-Service sei an dieser Stelle erwähnt. Aus der Not eine Tugend. Das ist ein neuer Service für das Messerschleifen. Da sind wir eigentlich auch ein bisschen über meine Tochter dazugekommen. Sie hat mir die Messer gebracht von ihrem Betrieb und gesagt, es hat doch jemand bei euch in der Nähe, der Messer schleift. Kannst du mir die bitte bringen? Und hat mich eigentlich darauf aufgeklopft, dass das eine Dienstleistung für alle Kunden sein könnte, was wir nachher mit externen Partnern aufgeleistet haben. Die Kunden können heute kommen, ihre Messer bringen, kommen das Austauschset über und kommen nachher ein perfekt professionell geschliffene Messer zurück über. Et voilà! Des Weiteren ist Tischwäsche für den kleinen Bankettbedarf neu in der Vermietung. Aber nicht nur im Non-Food-Bereich zeigt sich CCA Angern innovativ. Auch im Food-Bereich mit diesen 2 Kilogramm Glukosekübel für den Hausbedarf. Lösungen suchen, also an dem wärst du am besten wieder natürlich. Der Kunde ist hier tatsächlich König. Royales wird aber auch im Bistro angeboten. Ein Ort zum Entspannen. Wir bieten dort ganz tolle, kleine, einfache, eigene Kreationen an, wo der Kunde im Scan-Service, wo seine Ware verarbeitet wird, in der Nähe bleibt und in nächster Nähe noch schnell einen kurzen Moment abschalten, durchschnaufen, bevor es wieder in den hektischen Alltag geht. Das neue Konzept ist wegweisend für die Zukunft im Großhandelsmarkt. Was gleich bleibt, sind die langjährige Erfahrung und die Wertschätzung der Kunden. Wertschätzung der Kunden ist ein gutes Stichwort. Denn nur Betriebe, die ihre Kunden wertschätzen, sind in der neuesten Ausgabe von Basel geht aus aufgeführt. Es ist bereits die 10. Ausgabe. 100 Restaurants aus dem Dreiländereck sind getestet und bewertet worden. Der Ratgeber kann ab sofort auch online bezogen werden. Ein weiterer Buchtipp in eigener Sache. Das Best of Puck präsentiert über 200 angesagte Restaurants, Bars und spannende Gastrokonzepte aus der ganzen Schweiz. Aufgegliedert in verschiedene Kategorien. Die diesjährigen Gewinner von der einzelnen Kategorien und der Master Best of Swiss Gastro 2016 sind selbstverständlich auch aufgeführt. Der Auguste Escoffier ist wohl einer der bedeutendsten Köche aller Zeiten. Sein Guide Culinaire anno 1903 ist die Erfindung der modernen Kochkunst, sagt man. Und dass die Kochkunst erhalten bleibt und sich weiterentwickelt, für das sorgen Les Disciples d'Escoffier, ein Verbund der weltweit besten Köche. Die Disciples d'Escoffier Swiss treffen sich in St. Gallen. Das ist Garantie für ganz große Kochkunst. Am Herd stehen heute aber nicht die Großmeister selbst. Heute wird das Jeune Talent gesucht. 8 Jungköchinnen und Köche stehen im Finale. Ein Sieg kann die Weichen für eine ganz große Karriere stellen. Als Patin des Wettbewerbs fungiert Meta Hildebrand. Sie schlägt die Generationsbrücke zwischen den Disciples und den Jeune Talent. Braucht es das in der Schweiz? Ich glaube, wir haben zwar ganz viele Wettbewerbe, die recht unwichtig sind, aber Tradition geht immer mehr verloren und darum ist dieser Wettbewerb etwas ganz Besonderes. Weil wir nämlich die Tradition am Leben lassen, vor allem mit dem Namen Escoffier. Präsentiert werden die Disciples d'Escoffier Suisse von Pierre-Alain Favre. Gemeinsam steht man für die Wahrung großer Kochkunst ein. Tradition, die Innovation aber nicht ausschließt.
Also sogar der Escoffier hat gesagt, dass für die Innovation wäre sehr wichtig. Er ist für die Innovation gewesen. Der hat vom großen Blatt, große Bankett auf Teller die Sache bringt. Der hat die Weiterbildung gemacht und er hat schon Innovation gemacht. Und ich glaube, alle Küchenchefs heute, die sind innovativ, die sie macht, Plan revisité, sind auf der Basis von Escoffier. Und doch treten die angehenden Spitzenköche als Gentalo bei Escoffier in wahrlich große Fußstapfen. Die Ansprüche im Wettbewerb sind hart. Alors, j'ai participé déjà parce que j'aime bien faire les concours et le challenge pour le concours. Ich nehme teil, weil ich die Herausforderung des Wettbewerbs gerne habe. Und es ist fast das Gleiche wie später die Lehrabschlussprüfung. Das ist einfach ein gutes Training. C'est un test pour le test. Genau. Alors, les concours sur le Solche Wettbewerbe zeigen im Lebenslauf, dass das Interesse am Beruf überdurchschnittlich groß ist. Und man lernt viele große Namen der Kochwelt kennen. Wer hier einen guten Rang belegt, der hat größere Chancen, später in einem Spitzenrestaurant arbeiten zu können. Und das ist genau das, was ich später einmal will. Ja, man macht sich einen Namen. Je nicht man ist dabei, je nachdem, wie man gewinnt, hat man halt gewonnen. Aber selbst unter den besten 8 jetzt zu sein, man macht sich einen Namen. Jetzt ist man bekannt halt bei den anderen Betrieben. Und je nachdem in Zukunft kann sich das auch helfen, wenn du eine Lehrstelle, Betrieb suchst. Dann sieht er, du hast da mitgemacht und dann ist das zum Vorteil. Die Aufgabe, die auf sie wartet, hat es in sich. Ein Schweizer Freilandpulli, serviert mit einer warmen Sauce nebenbei. Dazu 3 warme Garnituren. Erste auf Basis von Knollensellerie, zweite aus Kartoffeln oder Hülsenfrüchten, dritte frei wählbar. In 3,5 Stunden muss für 8 Personen angerichtet sein. Ja, sicher, aber wenn man sich gut vorbereitet, dann geht das eigentlich tiptop. Oder? Nur üben, dann geht das. Ja. Die illustre Jury hat aber nur einen Sieger bestimmen dürfen. Oder besser gesagt, eine Siegerin. Camille Vanini aus Genf. Jetzt geht es mir viel besser. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich gewonnen habe. Jetzt wird Camille Vanini die Schweiz beim internationalen Finale vertreten. Mit dem Sieg hat sie sich bereits einige Sprossen der Karriereleiter nach oben gekocht. Ich möchte in einem guten Haus kochen, mit einem guten Chef. Ich will vor allem noch viel lernen und irgendwann später dann vielleicht selber Chefköchin eines guten Restaurants sein. Der Kochberuf ist hart. Wer in diesem Schweizer Finale kochen darf, der kann was und hat im Gegensatz zu seinen Gleichaltrigen wohl viel Freizeit für seine Berufung geopfert. Alors, ma passion, c'est de faire plaisir aux gens, c'est de découvrir de nouvelles choses, puisque la cuisine, c'est vraiment, on peut vraiment. Meine Leidenschaft ist es, den Gästen Freude zu bereiten und viel Neues auszuprobieren. Die Küche ist frei. Es gibt eigentlich keine Regeln. Und das ist die Schönheit meines Berufs. So viel ist möglich und immer kann ich damit Menschen begeistern. C'est vraiment ça qui me tient à cœur, quoi. C'est faire plaisir aux gens. Einfach aus einfachen Dingen eigentlich etwas Grosses zaubern und das dann so schön anrichten, das ist, das kann ich halt nur kochen. Die Gabi Vanini wird am 7. März nächstes Jahr ihre ganze Leidenschaft in die Pfanne rühren müssen, damit sie im internationalen Finale in Straßburg ein gutes Resultat für die Schweiz kochen wird. Die Konkurrenz ist gross, wir von Bestert bewegt werden darüber berichten. Jetzt wünschen wir Ihnen eine schöne und eine besinnliche Adventszeit. Vor Weihnachten sind wir noch einmal für Sie da. In einer Spezialsendung berichten wir darüber, was es an den Weihnachtsmärkten gastronomisch und kulinarisch zu entdecken gibt. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen miteinander.